Der Verhandlungsführer der IG Metall in der nordwestdeutschen Stahlindustrie will mit der Forderung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich in die kommende Tarifrunde gehen. Ein solcher Schritt wäre laut seinen Worten ein großer Fortschritt für die Lebensqualität der Beschäftigten. In der nordwestdeutschen Stahlindustrie mit den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen sowie Bremen wird meist der Pilotabschluss für die gesamte Branche erzielt.